und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Oh, und Epic, guck mal, wir sind heute wieder in unserer Survival-Welt. Und das letzte Mal haben wir einfach 2 Raids gehabt in einem Dorf nacheinander. Und ich glaube, wir waren übrigens selber dafür schuld. Erstens, dass ich sie angegriffen habe. Zweitens, dass du dann wieder reingegangen bist, obwohl du, glaube ich, Bett oben hattest oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir waren auf jeden Fall dran schuld wahrscheinlich. Also, ja, sollten wir nicht nochmal so machen. Wenn ich auf jeden Fall Pillager sehe, greife ich die nicht mehr an. Ich wusste das nicht. Ich dachte, ich gehe die da beschützen oder so. Naja, wie auch immer. Ansonsten haben wir das Häuslein ein bisschen weiter bekommen. Es ist immer noch nicht die Schönheit an sich, aber wir können auf jeden Fall noch ein bisschen, naja, Wolle heute abfahren. Der Epic, du hast heute so viel vor. Also erzähl mal, was hast du heute vor? Also als erstes werde ich auf jeden Fall das Feld ein bisschen weiter automatisieren. Ja. Ich werde ein paar Pistons platzieren, dass man einen Hebel umlegen kann und das ganze Feld mit Wasser geerntet wird. Und ich werde zum Dorf gehen und dort mir einen Villager suchen und dann gucken, dass der eine gute Sachen handelt. Und schau mal, Katja, ich habe hier das ganze Sugarcane geerntet. Ja. Ich habe 3 Stacks und 18 davon. Aber wir brauchen doch gar nicht so viel, oder? Doch. So viel? Ja. Habe ich überhaupt Eisen dabei? Ah, nee. Katja, schau. Ja. Hier vorne ist auf jeden Fall das Wasser dann gleich. Moment mal, hier. Und hier fährt alles mit Pistons hoch, dann wird das Wasser noch ein bisschen höher gemacht und wenn die Pistons hier durchs Redstone näher ausgemacht werden und runterfahren, dann wird hier alles überschwemmt und unten kann ich alles aufsammeln. Aber wir wollen das nicht noch schöner machen. Nein, erstmal noch nicht. Das kommt noch, oder? Ja. Okay, alles klar. Weil so ein bisschen, es sieht ja schon auch sehr schlimm hier aus. Also, und ich, es sieht hier übelst schrecklich aus. Nein! Das Feld ist auch nicht wunderschön. Ja, aber es ist schon okay. Es ist okay, aber es ist nicht schön. Okay, ich habe hier noch ein bisschen weiße Wolle. Ich werde jetzt erstmal mich ans Häuschen setzen. Die Wolle halt noch einsetzen. Dann mal gucken, was wir als Dach machen. Ich wollte noch ein paar Etagen nach oben gehen. Das Stein müsste immer noch braten eigentlich. Okay, ja. Also, ein bisschen was haben wir auf jeden Fall vor. Ich glaube, es wird gleich Nacht, oder? Ja, es wird Nacht. Wir sollten schlafen gehen. Ja, Moment, weil dann platziere ich noch kurz ein bisschen Erde. Und zack, da geht's ins Bettchen. Ich meine, warum haben wir es hier Soul Sand? Warum haben wir das Soul Sand? Ich habe das platziert. Ja, aber... Ja. Ich wollte meine Schüchen testen. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ja. Ist nicht hübsch. Doch. So, okay. Ich hole noch ein bisschen Wolle. Dann müssen wir immer gucken, dass wir hier noch ein bisschen Platz für die Schäfchen lassen. Und ich komme zu dir. Wir legen uns jetzt erstmal schlafen. Und gute Nacht. Gute Nacht, Gotcha. Sleep well ins Bettgestell and good morning in the morning. Good morning. Okay, ich guck mal, dass wir vielleicht auf jeden Fall mit dem Stein ein bisschen weiterkommen. Du machst das Feld weiter. Ja, irgendwie, ich mag das Haus ja immer noch nicht so ganz, ne? Ich bin ganz ehrlich. Doch, es sieht doch ganz süß aus, wenn da jetzt ein Dach oben drauf kommt. Das sieht dann echt gut aus. Ja, okay. Ja. Ich versuche dir zu glauben, die Banner müssen auch weg. Ich versuche vielleicht noch so ein bisschen mehr Tiefe reinzubekommen. Ich weiß nicht ganz, was ich sagen soll. Kein Plan. Okay, also die obere Etage habe ich sozusagen dann. Ich denke, das Dach mache ich auch aus diesem Holz. Das heißt, ich muss noch Holz holen. Und hier, das muss ich auch noch mal schöner machen. Ich habe mir mal ein paar Screenshots gemacht. Da habe ich gesehen, dass Leute auch hier noch mal so... Ja, Balken hingemacht haben. Ich hole Holz und dann zeige ich euch mal, was ich meine, glaube ich. Ich hoffe, dass das besser aussieht. Weil ich finde, jetzt sieht es immer noch so ein bisschen, also das Haus sieht, es sieht besser aus von der Farbkomposition. Aber es ist immer noch sehr, ja, langweilig, ne? Ist halt so 0815, einfach so ein Haus, was nach oben gestellt wurde, ne? Vielleicht kannst du noch ein paar Säulen vielleicht dran machen. Ja, Säulen oder sowas. Ich hab ein paar Sachen mir... in den Kopf gesetzt, aber ich weiß nicht, ob ich sie so umsetzen kann, deswegen. Ich hole jetzt erstmal das Holz, weil davon brauche ich echt viel. Zum Glück haben wir diesen Wald hier in der Nähe, sonst müsste ich echt lang laufen. Und eventuell langsam geht sogar unser Eisenhaushalt aus. Also nicht gut insgesamt, wirklich nicht. Ich habe 2 Stacks geklaut vielleicht auch. Du hast 2 Stacks geklaut? Ja, ich mache jetzt Pistons auf. Okay, ja, für das hässliche Feld hier. Das ist nicht hässlich. Das ist okay. Es wird noch schön mit Holz gemacht und es bekommt ein Dach auch noch drauf. Ein Dach? Ja. Nee. Doch. Das muss so ein schönes Feld sein. Es hat auch kein Dach im Feld. Das ist so ein kleiner Sonnenschutz, wollte ich euch bauen. Ach so, aber braucht es nicht extra Sonne eigentlich an sich so? Ein Regenschutz, meine ich. Ja, okay, aber das ist nicht gut für... Ist nicht Regen gut? Weißt du, was ich meine? Ich fände es voll cool, wenn wir das ein bisschen unterteilen würden.
Also so im Sinne von... Ja, das wird auch unterteilt, ja, okay, ja. Okay, ja, das wäre cool, weil dann hat man immer noch so ein bisschen Platz zwischendrin, dann halt das Holz, was ist so umrahmt. Ich glaube, das wäre nicht cool. Und dann halt immer schön mit einem Weg und allem, dass es halt wie so ein richtiges Feld aussieht. Ja. Also jetzt sieht es auch schon ein Feld, aber du weißt, was ich meine. Und warte mal, Karte, wir haben gleich kein Redstone mehr. Ah, sehr nice. Ich bin nämlich neben der Höhle. Oh, das ist hätten wir es abgesprochen. Tipptopp. Okay, warte mal. Ich gehe mal ganz kurz runter. Wir gucken mal, ob wir ein bisschen... Ich nehme noch mal ein bisschen Eisen mit, oder? Ja, ja, ja. Weil, ja, wir brauchen Eisen. Okay, safe hier ist auch Redstone, deswegen alles gut. Wie viel Redstone brauchst du so circa, weißt du das? So viel wie möglich. Okay. Da kann aber da nicht Wasser rübergehen. Nicht, dass dann das Redstone weggeht. Weißt du, was ich meine? Ja, hier ist alles tipptopp dicht. Ach so, okay. Alles gut. Weil du musst ja auch übrigens... Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt. Ich glaube, ich habe hier keine gute Höhle. Ich nehme alles zurück. Doch, ich habe eine gute Höhle. Ich nehme alles wieder zurück, was ich gerade gesagt habe, was ich zurücknehmen wollte. Habe ich ein Schild? Ah ja, habe ich. Ich habe kein Essen. Ja, ist nicht so gut. Oh. Wenn ich sterbe, dann sag meinen Kindern, dass ich sie lieb habe. Also meinem Pferd Amadeus. Redstone, ich habe mich für dich auf den Boden von, ich bin neben Bedrock, ne? Ich hole dir ein bisschen Redstone. Ich versuche dir mal so ein Stack zu holen, wenn es klappt. Ja. Obwohl, ich glaube, das ist eigentlich relativ easy. Ja, kriege ich hin. Okay, Moment mal, Kater. Ich habe jetzt auf jeden Fall, ein bisschen schon das Feld weitergebaut. Mhm. Und ich werde jetzt, glaube ich, das Feld auf jeden Fall noch ernten, dass wir ein bisschen was zu essen haben. Und dann werde ich zum Villager-Dorf gehen und dort mir einen Waffenschmied holen. Und den können wir hier zu unserem Häuschen hin platzieren. Und dann hoffen, dass er gute Sachen handelt. Und gibt es safe immer so einen Waffenschmied? Ja, ich kann den Amboss nehmen und irgendeinen Villager. Und der bekommt dann den Job. Ah, okay, nice. Ich habe Diamanten gefunden. Das ist cool. Oh, sogar gar nicht mal so wenige. Hä, richtig nice. Ich habe nochmal Diamanten gefunden. Oh, was ist denn da los? Ich habe einfach 8 Diamanten. Oh, das ist sehr gut. Toll. Aber ich bin ja auch auf Höhe 12, okay. Und ich bin hier, glaube ich, neben der Schlucht oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich höre hier die ganze Zeit Wasser. Ich habe schon Lava kurz gesehen. Oh. Ich glaube, wenn ich mich hier hinbauen würde, ist Lava. Katja, ich habe das ganze Feld geerntet. Mhm. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Stacks fast an Weizen Was? Bekommen. Was? Nice. Ah, das ist gut. Ich hab nichts zu essen. Also wirklich legit. Ich habe nichts zu essen und meine Spitzhacke ist auch kaputt gegangen. Aber ich habe genügend Eisen mitgenommen. Ich war gut bedacht. Ja, genau. Epic, ich glaube, ich habe gerade eine Diamantenspur. Ich bin auf einer ganz heißen Spur hier. Was ist da denn los, Karte? Wie viel hast du jetzt insgesamt? 15. Was? Ja, ich glaube, ich bin hier unter einer Schlucht. Also, ich habe mich einfach komplett straight nach unten gekramt, musst du wissen. Und ich wollte ja eigentlich nur Redstone. Aber ich bin hier, glaube ich, wenn ich mich jetzt hochbauen würde, ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier direkt unter Lava kommen. Hier muss irgendwas sein. Hier ist irgendwo ein Lavasee oder so. Irgendwas ist hier. Katja, willst du dich vielleicht ins Bett legen? Achso, ja, ich habe Bett dabei. Oh, hier sind so viele Gegner. Okay, warte. Schnell auf. Hier sind 1, 2, 3, 4 Zombies direkt beim Haus. Ja, ich mache ein Heierchen. Gute Nacht. Ich renne ins Haus. Schlaf gut. Ja, du auch, Bati. Ich muss hier zubauen. Weg. Ab ihn auch. Und zugebaut wird jetzt. Und gute Nacht. Schlaf gut und guten Morgen gleich. Ich habe die Höhle gefunden und ich habe Angst. Na, pass bloß auf, Gacha. Ja, weil ich habe halt Low Life, sag ich mal. Also ich habe halt auch nichts zu essen dabei. Aber eventuell ist hier halt Redstone. Deswegen, ich werde hier doch nochmal eine kleine Bekundschaft begehen. Eventuell finden wir erneut Diamanten. Das wäre auch nicht schlecht. Soll ich da nach unten? Ja, komm. Hier ist Lava. Okay. Bis jetzt ist hier auf jeden Fall noch kein Skelett, was mich irgendwie anhitten kann. Sagen wir es mal so. Also die Höhle, in der ich jetzt bin, habe ich für schlecht empfunden. Deswegen gehe ich einfach wieder nach unten. Da habe ich mehr Redstone gefunden als hier oben. Okay, dann graben wir uns wieder nach unten. Ich glaube, das ist besser. Vielleicht finde ich ja sogar noch mal ein paar Diamanten. Das ist ein großes Risiko oder eine große Wahrscheinlichkeit. Ich habe gerade einen Villager und den bringe ich zu uns zum Zuhause. Also das machst du mit so einem Boot, ne? Du setzt ihn einfach so rein wie ein Enderman, ne? Ja, er sitzt jetzt hinter mir und wir fahren zusammen nach Hause. Aber das klappt nicht so gut, ne? Also, du kannst... Ja, okay. Bist du im ersten oder im zweiten Dorf? Im ersten Dorf, das ist recht neben uns. Ja, genau, aber es gibt ja auch noch eins danach, deswegen wollte ich fragen. Doch, Moment mal. Hier ist noch Villager, eine Höhle. Bitte mitkommen. Ich hab noch eine Höhle gefunden. Hier ist Gold, nice.
Villager, wo gehst du denn jetzt hin? Aber kein Redstone für dich. Oh oh. Ich habe wieder Diamanten gefunden. Was ist denn da los, Gata? Oh mein Gott. Aber nur zwei. Und meine Spitzhacke ist kaputt gegangen. Und ich habe ich habe noch Redstone hier liegen. Ah, warte. Also ich habe auf jeden Fall mehr als einen Stack für dich. Das ist doch ganz gut schon mal. Ja. Ich mache mir nochmal eine Spitzhacke, gucke hier nochmal ganz kurz durch, dann gehe ich wieder hoch. Also ich muss sagen, meine Spitzhacke ist gleich ready, tot. Ich weiß nicht, wo mein Ausgang hier ist, deswegen ich werde mich hochbauen müssen. Oh nee. Hier war noch gerade ein Skelett. Es läuft alles falsch, was falsch laufen könnte. Doch, hier, warte mal. Ja. Hier, von hier kam ich, glaube ich. Weil dann habe ich hier so einen Gang nach oben. Das ist natürlich tausendmal besser. Ja, okay. Da ist es viel, viel besser. Dann ist alles gut, dann überlebe ich auch mit meinen 3 Hungerkeulen. Nice. Ich habe Angst. Da ist er. Der wird mich nicht wegschnitzeln. Ich werde ihn wegschnitzeln. Oh, Essen. Oh, Noms. Okay, ich werde das Ding hier überleben. Ja. Ich komme mit 17 Diamanten und ich glaube 2 Stacks Redstone nach Hause. Das ist und du gut. Mit einem Villager. Ja. Du hast das weitaus aufregendere erlebt, glaube ich. Das geht. Oh Mann. Oh, ich hasse. Das sind da. Ich bin tot. Ich bin tote Frau. Da ist ein Creeper gewesen. Oh, hier geht's auch raus. Okay, ich bin kein. Ich lebe. Oh mein Gott, der ist doch explodiert. Ich muss ganz schnell nach Hause. Ganz schnell. Ich habe nur noch 4,5 Herzen. Oh nein. Ich bin mit dem Villager angekommen. Ah, finally. Das ist gut. Ja. Ja, okay. Ich weiß aber, wo es lang geht. Oh oh. Glaube ich. Nein. Wo geht er hin? Ich glaube, ich weiß, wo er hingeht. Er hat einen Job. Moment mal. Er ist Waffenschmied. Und wir haben ein relativ gutes Schwert dadurch sogar bekommen. Was für eins? Naja, jetzt kommt das Holzschwert. Holzschwert mit Smite 3, Knockback 1 und Unbreaking 3. Aber aha. Ich glaube, es gibt noch bessere Sachen. Ja, safe. Ja, nein, da, ins Boot, okay, ins Boot. Ich bin wieder am Leben. Hier kann ich durch die Dings schauen. Hi, wir haben einen neuen. Wir haben die Autobahn. Oh, wie der aussieht, ey. Wie eine Autobahn. Du hast dich da einfach durchge... Was ist das hier? Der kommt da hin. Ach so. Ja, wir werden ihm irgendwann nochmal ein Häuschen bauen. Ich brauche jetzt dringend erstmal Essen und dann kriegst du dein Redstone. Ja. Oh. Ah, so, das Eisen schmelzt sich, das Gold schmelzt sich, das Redstone lege ich dir bei Erzen rein und dann mache ich das Häuschen weiter. Es sind übrigens nur 1,5 Stacks, aber immerhin. Ich habe null Bock, ich hasse Dächer bauen. Vor allem hasse ich es daran, dass man diese doofen Treppen hier benutzen muss, die ganze Zeit die... Warum drehen die sich immer um? Warum müssen die sich umdrehen? Die haben keinen Grund dazu. Ich brauche hier Gerüste. Es gibt Gerüste in der Nähe. Gibt es Gerüste in der Version schon? Ja. Wie macht man Gerüste? Ich bin nicht ganz sicher. Irgendwann werden wir es wissen. So. Ja, also Leute, ich werde so ein paar Etagen Dach machen. Nicht viele. Ich möchte es nicht so spitz haben. Ich glaube, das sieht blöd dann aus. So ein bisschen spitz, aber nicht so viel. Kannst du mir kurz eine stylische Frage beantworten? Ja. Stylische. Soll das Dach noch ein bisschen höher oder nicht? Ja. Nee, ich finde es schön so. Okay, nice. Also, das sieht echt gut aus. Nein, es sieht schrecklich aus. Vor allem das Stein. Die Stonebricks sind viel zu viel. Da kommt ein rundes Fenster rein. Da wird ein rundes Fenster reinkommen. Ich weiß zwar noch nicht ganz, wie ich dieses runde Fenster angehen möchte, aber da kommt ein rundes Fenster rein. So wie so ein Bullauge oder ein Halbmond oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. So, also Leute, ich habe jetzt hier gerade noch mal ein bisschen Sand abgefarmt. Das habe ich jetzt schon mal in den Ofen gemacht, dass wir auf jeden Fall ein bisschen noch was ändern können. In der nächsten Folge müssen wir uns dann auf jeden Fall überlegen, wie wir denn bitte das Dach machen wollen. Vor allem halt, aus welcher Farbe das hier, also dieser Teil hier werden soll. Bei Holz, Wolle, alles ein bisschen schwierig. So, ansonsten, du hast jetzt die Villager, die gucke ich mir jetzt auch mal an, endlich. Guten Tag und ich hoffe, dir geht's hier einigermaßen ganz gut. Ihr werdet irgendwann ein schöneres Zuhause bekommen, ich verspreche euch das. Aber dafür haben wir jetzt schon Jahrhunderte gebraucht, aber wenigstens haben wir schon mal ein Dach. Und fast eine fertige Etage. Das stimmt, mir gefällt das Haus eigentlich schon relativ gut. Ich habe es voll unterschätzt, wie krass es ist, ein Haus zu bauen in Minecraft. Das Haus sieht schrecklich aus, mir gefällt es gar nicht eigentlich. Nein. Wir müssen unbedingt nochmal gucken, wie wir das ein bisschen schöner hinbekommen. Das sieht halt noch so flach aus, weißt du, was ich meine? Ja. Irgendwas, ich lasse mir da was einfallen. Vielleicht machen wir irgendwie sowas wie
hier mal so eins versetzt oder so. Ich weiß nicht ganz. Guck mal, zum Beispiel sowas. Warte, warte, warte. Das zeige ich dir nochmal ganz schnell. Ah, ja, yeah, was du da draußen rausschaust ein bisschen. Ja, genau. Also, dass wir es so, upsala. Warte, warte, warte. Dass wir es vielleicht so immer versetzt machen. Oh, ja. Irgendwie so. Ihr könnt, also wenn ihr welche Tipps habt, dann schreibt sie bitte gerne, weil ich bin ja am Verzweifeln. Dankeschön. Oh je. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.